Detective Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Dieser Ort hier ist die Hölle. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben Ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die Antwort darauf, warum Sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lilly retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen Sie zuerst andere Herausforderungen bestehen. Sebastian Castellanos, endlich sind Sie da. Ich habe auf Sie gewartet. Wer zur Hölle sind Sie? Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor. Ich hoffe, Sie werden mich auch so nennen, mein Freund. Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex? Einen von euch habe ich heute schon getötet. Natürlich haben Sie das. So gehen Sie mit jeder Herausforderung in Ihrem Leben um. Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung. Und sehen Sie, wohin das geführt hat. In eine Hölle, die Sie selbst erschaffen. Nehmen Sie die Waffe runter. Benutzen Sie statt Ihrer Fäuste noch einmal Ihren Verstand. Wir haben dasselbe Ziel, Sebastian. Wir können einander helfen. Kommen Sie. Sie werden mit Ihrer Tochter wieder vereint. Und ich werde die Macht des Kerns besitzen. Ich weiß schon, wer Lilly hat. Ja. Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben. Was? Wo sind Sie? Ich würde es Ihnen ja sagen, aber Sie sind noch nicht bereit. Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen, bevor ich es Ihnen verraten kann. Sagen Sie mir, wo sie ist! Nehmen Sie meine Einladung an. Ich kann Sie von Ihrer eigenen Finsternis fortführen. Ich kann Sie zu Lilly führen. Sorry, aber ich folge niemandem. Nun, gut. Sie spüren so viel Schmerz. Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick. Ich habe es ihnen gezeigt. Sie müssen erkennen, dass ich helfen will. Kehren Sie aus freien Stücken zurück. Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen. Nicht als Widersacher, sondern als Verbündete. Leben Sie fürs erste Wohl, Sebastian. Warte! Sieh an, wer endlich wach ist. Wurde auch Zeit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Kümmer dich um die Seite. Schieß, bis sie alle tot sind oder uns die Munition ausgeht. Danke. Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte.
Ich bin Esmeralda Torres. Ich bin... Sebastian. Ich weiß. Woher? Sieht aus, als wär's das. Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen. Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen. Mein Unterschlupf ist in der Nähe. Wir können unterwegs reden. Na los. Nimm dir, was du brauchst. Ich warte hier. Wir müssen leise sein. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sag mir wenigstens, woher du meinen Namen kennst. Kidman sagte, ich sollte nach dir Ausschau halten. Kidman? Sie wollte deine Unterstützung, sollte der Plan schiefgehen. Und hier bist du, also... Moment. Warte. Was für ein Plan? Lily hier rauszuholen. Und Mobius für immer auszuschalten. Warte kurz. Was ist? Scheiße. Lass mich raten. Da geht's zu deinem Unterschlupf? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Komm. Warte mal. Euer Plan. Kidman hat nichts davon erzählt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vor den anderen nicht ganz so offen sein konnte. Hier drüben! Einer muss ihn hochheben, während der andere durchkriecht. Okay, ich hebe. Na los! Oh, geht's? Lass mich helfen. Schieb deinen Arsch durch, bevor ich ihn fallen lasse. Okay, hab ihn. Danke. Brauchst du eine Pause, alter Mann? Bitte. So alt bin ich noch nicht. Also hatte Kidman die ganze Zeit den Plan, Mobius auszuschalten? Eigentlich hatte deine Frau den Plan. Was, Myra? Deswegen ist sie also hier. Sie gehört zu Mobius. Das ist jetzt nicht wahr. Kopf einziehen und verrenk dir nichts. Wirklich sehr lustig, Torres. Du solltest stolz auf deine Frau sein. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat mich für ihren Plan gewonnen. Ich verstehe nicht. Sie hat sich denen angeschlossen? Sie fand heraus, dass sie Lily hatten und wusste, dass sie nur von innen erledigen konnte. Also machte sie mit und wartete auf den richtigen Moment. Da war sie also. All die Jahre. Verdammt. Das muss ich erst mal verdauen. Bestimmt. Aber bleiben wir bei der Sache. Da müssen wir rüber. Hilfst du mir kurz? Klar, natürlich. Bereit? Alles gut, ich hab dich. Ja, alles okay. Hey, willst du mich hier zurücklassen? Was? Dachtest du, ich lasse dich einfach so hängen? Du bist jetzt Teil des Plans. Der Plan. Ja. Wer hat sonst noch bei dieser Meuterei mitgemacht? Nur wir vier. Ich, Kidman, Myra und Theodore. Theodore? Pater Theodore? Pater Theodore. Ich nenne ihn einfach Theodore Wallace. Kennst du ihn? Flüchtig. Aber er will Lily nicht retten. Er will sie für sich allein. Hat versucht, mich zu überreden, Myra aufzuspüren. Dank ihm geht hier alles den Bach runter. Und wie sollte das Ganze nun laufen? Sobald Myra und Theodore Lily haben, wollten Theodore und ich Lily rausbringen, während Myra zurückbleibt, um sich um Mobius zu kümmern. Kidman blieb draußen und sorgt dafür, dass wir sicher aus dem Stem kommen. Scheiße, das sollte doch alles einfach sein. Was ist schon einfach? Oh nein. Was ist? Psst. Scheiße. Probleme. Da. Schnell, mir nach.
viel zu deinem Unterschlupf. Mein Unterschlupf befindet sich nicht auf freiem Feld. Er ist versteckt. Trotzdem müssen wir erstmal an diesen Dingern da vorbei. Siehst du das rote Banner hinter diesem Gebäude? Ja. Darunter ist die Luke zu meinem Unterschlupf. Okay. Ich gehe voraus. Bleib geduckt und hinter mir. Okay. Hör zu. Ich sehe diese Dinger nicht zum ersten Mal. Mach einen Bogen um die, wenn sie brennen. Tja, so kann man es auch machen. Ich hätte ein etwas unauffälligeres Vorgehen erwartet. Zu Hause ist es am schönsten. Und der Unterschlupf kommt direkt danach. Hör mal, flipp nicht aus wegen des ganzen Sprengstoffs, den ich hier habe. Der ist harmlos wie Kuchenteig, solange ich ihn nicht scharf mache. Also, was machen wir mit Theodore? Keine Ahnung. Er ist verrückt. Sein Versteck ist der feuchte Traum jedes Inquisitors. Ich sollte froh sein, dass Myra Lily hat und nicht er, aber... Was? Myra hat Lily? Ja, leider sind das keine guten Neuigkeiten. Sie ist anders. Dieser Ort scheint sie verändert zu haben. Sie versteckt sich, um Lily vor Theodore zu beschützen. Und er wird ihr alles zerlegen, um sie zu finden. Ich halte ihn auf. Dann kommt Myra vielleicht zur Vernunft und wir können Lily herausholen. Also erledigen wir Theodore. Ja. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Wie willst du das anstellen? Ich frage O'Neill. Er hat mir schon mal geholfen. Aber vorher melde ich mich bei Kidman. Okay. Aber pass auf, was du über das Ding sagst. Sie ist wahrscheinlich mit dieser Echse in der Steuerzentrale. Sebastian? Wo warst du? Hast du Stefano gefunden? Mehr als das. Er ist jetzt Geschichte. Gut. Und Lily? Ich habe es wieder nicht geschafft. Das tut mir leid. Irgendeine Spur? Die gute Nachricht. Ich hatte Kontakt mit Agent Torres. Ihre Infos waren wertvoll. Das ist eine gute Nachricht. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht. Jemand, der mächtiger als Stefano ist, will diesen Ort übernehmen. Und dafür braucht er Lily. Torres meinte, du würdest ihn kennen. Eine wahre Silberzunge. Verdammt. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich schicke ein paar Sachen in dein Zimmer, die helfen könnten. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin für dich da. Ich weiß. Ich vertraue dir, Kidman. Gut. Dann kommen wir mal zur Sache. O'Neill, Sebastian hier. Bitte melden. Da stimmt was nicht. Ich sollte besser mal nachsehen. Du solltest hierbleiben, um Sprengstoff und Waffen vorzubereiten. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich Theodore gefunden habe. Komme ich von hier aus ins Mark? Ja, es gibt einen Mobius-Computer in dem Raum dort. Er bringt dich zu Ausgang 72. Gut. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Halt die Ohren steif. Mach ich. Viel Glück, Sebastian. Riesiges rotes X. Das nenne ich Kunst. Das lässt mich ein wenig hoffen. Immerhin konnte er wohl nicht alle täuschen. Ich muss weiterhin vorsichtig sein. Er hat viele Leute überredet, den Stamp zu testen. Er vergriff sich an verlorenen Seelen, indem er vorgab, den Schlüssel zum Glück zu haben. Langsam verstehe ich seinen Modus operandi.
Der Bastard hat sich selbst in den Mittelpunkt des Plans gestellt. Er wollte ihn zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Seine Handschrift allein deutet schon darauf hin, dass er ein Psychopath ist. Mann. Die sieht aus wie vom Zodiac-Killer. Geistiger Führer und Motivationscoach. Kein Wunder, dass er alle davon überzeugen konnte, auf ihrer Seite zu sein. Auf den ersten Blick schien er echt nett zu sein. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst im KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Danke, Kätzchen. Okay. Hoffen wir, dass das Markt noch da ist. Theodore muss hier gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmans Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Hoffman? Sind Sie da? Noch ein Signal. Was ist hier passiert? O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich.
niemand hören. Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch. Du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfänden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Da sind sie ja. Gut. Was ist los, Sykes? Ich bin ziemlich beschäftigt. Hey, ich sollte mich doch melden, bevor ich gehe. Haben Sie Ihre Hintertür? Schauen Sie selbst. Glückwunsch. Sie müssen mir das erklären, wenn ich Lily später hier rausbringen muss. Kein Problem, aber es läuft so. Sie müssen mir helfen, zuerst hier rauszukommen. Ihnen helfen? Ich weiß doch gar nicht, wie diese Computer funktionieren, Sykes. Dabei brauche ich keine Hilfe. Ich habe die Server gehackt, um Zugang zu einem Sperrgebiet zu erhalten. Dort befindet sich eine Wanne, mit der ich hier verschwinden werde. Leider ist der Strom ausgefallen. Und ein Haufen dieser Dinger treibt sich da auch rum. Der verdammte Zusammenbruch betrifft alle Stem-Regionen. Wenn Sie den Strom einschalten und den Ort säubern, komme ich endlich hier raus. Was springt für mich dabei raus? Ich zeige Ihnen, wie man die Wanne benutzt, bevor ich gehe. Na? Okay. Ein Versuch ist es wert. Danke, Mann. Melden Sie sich, wenn es sicher ist. Ich muss sagen, ich war überrascht, von Ihnen zu hören. Wem sagen Sie das? Ich habe mich versteckt, um das mit der Hintertür zu schaffen. Zwischendurch aber auch mal rausgeschaut. Alles spielt verrückt. Was passiert da draußen? Ein wahnsinniger Versuch, Union zu übernehmen. Es war klug, hier drin zu bleiben. Sonst hätte man sie vielleicht gehäutet und gefoltert. Klingt ja düster. Ich passe. Und was noch schlimmer ist, der Kerl will Lily in die Finger kriegen. Wenn der Plan funktioniert, können sie sie in Sicherheit bringen, sobald sie sie finden. Wie ist jemand wie Sie überhaupt bei Mobius gelandet? Jemand wie Sie? Was soll das denn heißen? Ich meine damit, dass Sie ein Herz und ein Rückgrat haben. Mobius bevorzugt Leute, die entweder kalte Schlangen oder unkritische Anhänger sind. Sie sind keines von beiden. Was glaubten Sie denn? Nichts. Ist egal. Wissen Sie, ich habe sogar nach Ihnen gesucht, um beizutreten. War gar nicht so einfach. Die wissen, wie man Spuren verwischt. Warum sollte man sowas tun? Ist ja nur die mächtigste Organisation der Weltgeschichte, Alter. Also warum nicht? Und Sie finden nicht, dass deren Handlungen kriminell sind? Hey, es ist nur kriminell, wenn es verfolgt wird. Wie heißt es doch gleich? Quis custodiet ipsus custodes. Nicht wahr? Klar. Ich nehme Sie beim Wort. Das wär's dann. Ich funke Sykes an. Danke, Mann. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Sicher, dass das funktioniert? Nein. Aber hier drin zu bleiben, bringt mich auch nicht weiter. Mittlerweile ist alles ein Versuch wert. Okay, alles vorbereitet. Wenn Sie Lily herbringen, ist genau hier ein Timer. Drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie danach diese Taste. Sie haben dann 60 Sekunden, um in die Wanne zu steigen. Sie müssten beide zusammen reinpassen. Ich weiß nicht, Sykes. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey, Mann, ich weiß, was ich tue, okay? Vielleicht sollten Sie noch warten. Helfen Sie mir, Lily zu finden. Dann können wir einen anderen Weg finden. Ich verstehe Sie, Mann. Ganz ehrlich.
Aber das Beste, was ich tun kann, ist, diese Wanne in Betrieb zu nehmen. Okay. Wenn Sie meinen... Wünschen Sie mir Glück. Danke, Mann. Ich habe Ihnen was für Ihre Hilfe dagelassen. Dort, wohin ich gehe, brauche ich das nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Er ist weg. Ob es funktioniert hat? Bist du da, Kidman? Für dich? Immer doch. Der Stem. Jetzt hat er schon zweimal versagt. Eine Maschine, die einen in die Köpfe anderer Menschen bringt? Wer hat entschieden, sowas zu bauen? Ich will nicht wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ruvik hatte seine eigenen wirren Gründe. Aber Mobius sah Potenzial in der Technologie. Das Potenzial, alle zu versklaven, meinst du? Besser Mobius als irgendein Irrer. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl mir nicht, du glaubst diesen vereinte Menschheit-Quatsch. Wer weiß, was Ruvik getan hätte, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. Ob Ruvik oder Mobius, keiner sollte diese Technologie besitzen. Sie ist zu mächtig. Und Macht wird zu oft missbraucht. Sie sind zurück. Neues Wissen erfordert neue Fähigkeiten für bevorstehende Gefahren. Wenn sie mehr wussten als ich, hätten sie es doch sagen und mir das Kopfzerbrechen ersparen können. Wenn ich's gekonnt hätte. Doch diese Reise müssen Sie alleine bewältigen. Aber ich bin nicht allein. Ich habe Hilfe gefunden. Torres, Hoffman, O'Neill. Sie werden sie begleiten. Aber die Entdeckung müssen Sie machen. Entdeckung und Selbstentdeckung. Das macht den Stem so faszinierend. Diese ganzen Tanks. Was ist das? Was haben Sie in diesem Labor gemacht? Und warum wollte mich Liam hier treffen? Einheiten der Branche erkannt. Zutritt gewährt. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Es muss hier doch irgendwo einen geben. Sind das Einwohner von Union? Was hat Mobius mit ihnen gemacht? Ich hab's gehört. Ich werde keines dieser Dinger. Eher sterbe ich. Eher sterbe ich. Hast du gehört? Thank you.
Warum verfolgt es mich? Was hat es mit diesem Ort zu tun? Verdammt. Ich war für Morbius nur ein Versuchskaninchen. Langanhaltende Nebenwirkungen. Sie wussten, was das der mir antun würde. Man hatte recht. Sie sind überall. Sie waren die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ein Ausweg? Schmerzes bin ich. Der Teil von mir, der noch im Stem steckt. Komme nie hier raus. Nein. Falsch. Ich komme raus. Aber ohne dich. Was war das? Das hat sich anders angefühlt. Realer. Als hätte sich etwas geändert. Ich fühle mich gut. Mein treuer Revolver. Wie lange ist das her? Unsere Anstrengungen waren umsonst. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Wir sind jetzt überall. 20% von Unions Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keine mehr da. Wir haben den Kontakt zu Morbius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Es kann nicht mehr gestoppt werden. Das ganze Union-Experiment wird scheitern. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Was haben wir denn hier?
Wenn sein Chip noch nicht entfernt ist, kann ich damit durch die Tür kommen und Hoffmann finden. Okay, mal sehen, was passiert. Zum Glück ist er schon tot. Ich muss aus diesem Labor raus. Wurde auch Zeit. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neill noch ein. Du musst ihm widerstehen! Hoffmann! Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Liam! Nicht! Wen meinen Sie mit Liam? Zurück! Sie mir nicht in die Quere. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Du wirst es nie verstehen. Und dafür sollst du brennen! Die Spielchen sind vorbei! Von meinen Ängsten. Ich hatte solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten. Sie hatten keine Wahl. Theodore hätte ihn nicht gehen lassen.
Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Ich wäre niemals. Ja, Meister. Natürlich. Die Maschine läuft wie geplant. Danke, Pater Theodore. Das zu hören, erfüllt mich mit Stolz. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich... Was immer Sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss dir was zeigen. Es ist wichtig. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Sein Markenzeichen. Theodore hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art Kommunikation mit ihm. Ganz schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Kidman, bitte komm. Ich bin hier, Sebastian. Was ist... Hattest du schon mal das Gefühl, nicht zu wissen, was noch real ist? Öfter, als du denkst. Aber sicher nicht so oft wie du. Als ich das erste Mal im Stam war, wusste ich nichts davon. Und danach war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich draußen war. Und als ich erklären wollte, was dort passiert war... Erklärten dich die Leute für verrückt. Natürlich. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, würde ich ihn einweisen lassen. Ja. Selbst ich als Mobius-Agentin brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten. Es war wie in einem andauernden Déjà-vu. Manchmal bin ich noch immer etwas verwirrt. Und darum bist du diesmal draußen geblieben? Ich will nicht wieder in den Stam, wenn es nicht unbedingt sein muss. Du kannst dich glücklich schätzen. Union ist wie ein Déjà-vu in einem Traum über ein Déjà-vu. Ich hoffe, ich komme hier raus, ohne verrückt zu werden. Und ich hoffe einfach nur, dass du rauskommst. Punkt. Ich glaube, wer einmal drin war, kommt nicht ohne Schäden wieder raus. Der Stam zeichnet dich auf eine Art, die noch keiner versteht. Sie brauchen wieder meine Hilfe. Stimmt. Vor allem könnte ich einige Informationen gebrauchen. Das spüre ich. Aber das ist alles, was ich an dieser Stelle spüre. Wie meinen Sie das? Hier ist irgendetwas, das mir alles vernebelt. Für alle hier drin. Obwohl nicht mehr viele hier sind, für die sich der Nebel lichten kann. Sie sind einer der Letzten. Aber für wie lange noch? Das klingt bedrohlich. Dann wollen wir uns mal um sie kümmern. Wir kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stam? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden. Bin schon unterwegs. Bis bald. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Ein paar Dinge müssen Sie mir erklären, Hoffmann. Sie wirken nicht überrascht, Esmeralda hier zu sehen. Warum auch? Sie ist ein vertrautes Gesicht im Stam. Bei Mobius kennt jeder jeden. Was? Eigentlich kenne ich jeden. Ich bin seit Jahren für Neueinstellungen zuständig. Wie eine große, verrückte Familie.
Esmeralda ist die beste Frau für gefährliche Situationen. Eine gute Soldatin. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Sie kennen Myra also auch? Ja. Wir haben eng zusammengearbeitet. Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie daneben stehen, als sie Experimente an Lily durchgeführt haben? Wie konnte sie Lily sagen, ich wäre tot? Myras Mutterinstinkt ist sehr stark. Sie ging zu Mobius, um Lily näher zu sein. Und Experiment ist etwas übertrieben. Lily wurde gut behandelt und hatte täglich Kontakt mit ihrer Mutter. Und Lily zu sagen, dass sie tot wären, nun, ich glaube, Myra wollte Lily dadurch beschützen. Tja, ich glaube, Myras Mutterinstinkt ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hoffentlich können Sie das als Familie klären, wenn alles vorbei ist. Ich war in Theodors Realität. Wenn sie seine Psyche widerspiegelt, hat er auf jeden Fall ernsthafte Probleme. Das würde erklären, warum er so stark ist. Und doch versteckt er sich. Die Manipulation aus den Schatten ist wohl einfacher. Nun, ich werde ihn da auf jeden Fall rauszerren. Wenn das, was Liam gesagt hat, stimmt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Sie sollten nicht hier drin sein, wenn das Ding hochgeht. Das will ich auch gar nicht. Liam hat im anderen Raum an ein paar interessanten Dingen gearbeitet. Ich sehe mal nach, ob irgendwas davon nützlich sein könnte. Okay. Aber gehen Sie dann in Ihren Unterschlupf zurück. Keine Ahnung, was hier passieren wird, wenn wir das Ding abschalten. Alles klar. Sag mal, Torres. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber... Wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodor nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre eigenen Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie. Ich warte. Sie sollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Ich bin hier, Papa. Schnell! Oh Gott. Lily? Du bist hier.
Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Myra hatte Erfolg, wo sie versagt. Sie wollten nicht zuhören. Sie haben beide verloren und gehen dann selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Ich muss sie finden. Gut, dann kommen sie zu. Lily, bist du es wirklich? Lily. Nein, Lily. Da ist sie, ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein, bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte... Sie sind verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind sie wahrhaftig frei. Nein! Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Du hast auf mich geschossen. Nein. Warum? Nein! Nein. Na los, bringen wir dich hier raus. Dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Lillys Zimmer.
wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mehr davon mit Ihnen verbringen. Dieser Brief, Myras letzte Nachricht, versteckt in ihren Akten. Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber es war zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Dem Brief liegt eine Kopie meiner Aufzeichnungen bei. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe. Bitte, tu es für Lily und für mich. In ewiger Liebe. Myra. Es tut mir so leid, Sebastian. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lily nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian. Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld. Du musst aufhören, dich so zu quälen. Du bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lily wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theodor setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Wachen Sie auf, Sebastian! Was? Hoffmann?
Was ist passiert? Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich... hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld. Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich. Nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodore finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodore ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay, bis bald. Noch ein paar Fragen, Hoffmann. Theodore hat meinen Geist manipuliert. Jedes Mal setzt er meine Albträume gegen mich ein. Das sieht ihm ähnlich. Er ist ein Meister der neurolinguistischen Programmierung. Und hier drin ist der linguistische Teil irrelevant. Warum reden, wenn er direkt in Ihren Geist gelangen kann? Er hatte mich schon fast. Aber dann blickte ich in mich. Und da war jemand. Jemand, der mir gesagt hat, was ich tun musste. Jetzt kann ich es mit ihm aufnehmen. Ja, ich sehe, dass Sie bereit sind. Wir haben Sie... Natürlich. Die Teampsychologin. Esmeralda hätte vielleicht überlebt, wenn sie mich nicht gerettet hätte. Fühlen Sie sich nicht schuldig. Wir haben geredet. Sie hat mir von dem Plan erzählt. Sie wollte, dass er umgesetzt wird. Sie traf die Entscheidung, sie rauszuholen. Sie kannte die Risiken und tat, was sie für richtig hielt. Sie stand in ihrer Schuld. In meiner Schuld? Aber wofür denn? Esmeralda war die Person, die Lily aus ihrem Haus geholt und es niedergebrannt hat. Seitdem fühlte sie sich schuldig. Deswegen hat sie mitgemacht. Deswegen hat sie ihr Leben für sie riskiert. Was? Hassen Sie sie nicht dafür. Sie hatte damals keine Wahl. Und sie tat alles, um es wieder gut zu machen. Ich hasse sie nicht. Sie hat sich für den Plan geopfert. Sie hat es wieder gut gemacht. Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich.
Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen da nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen? Wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif. So klug. Und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Sie scheinen sich auf etwas vorzubereiten, vor dem sie Angst haben. Ich habe nur Angst zu versagen, wenn ich es nicht schaffe. Dann haben sie sich für eine gute Sache geopfert. Wenn ich mich opfere, kann es keiner mehr zu Ende bringen. Wer sich opfert, hat verloren. Manchmal. Manchmal ist es aber auch der letzte notwendige Schritt. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Sind Sie bereit, Sebastian? Alles klar, Hoffmann. Tun wir's. Okay. Nach Ihnen. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Wird schon schief gehen. Es funktioniert! Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel! Los! Ich kann durch die ganzen Flammen nicht sehen. Halten Sie nach diesen Dingern Ausschau und folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Er läuft wieder. Wir müssen raus. Los! Thank you.
geschafft! Tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Jeder Union kontrollieren. Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrollieren wir die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht. Wenn ich sie vorher töte. Warum glauben Sie, dass es nicht so anders ist? Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Dann kommen Sie, möge das Gemetzel beginnen. Wenn
Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann. Erinnern Sie sich an Beacon. Ja. Sie erinnern sich daran. Scheiße, satt! Das aufhalten. Ah!
Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Myra? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist meine. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lily und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Du musst mir zuhören! Myra! Was ist los? Kämpf dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lily beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Gut. Geh.
Sebastian, sofort. Verschwinde! Nein, ich lasse dich und Lily hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Myra! Hör auf! Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals! Ich liebe sie! Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Sie darf Lily nicht kriegen. Ist das unser Haus? Da muss sie sein. Ich muss weiter. Esmeralda ist in Union und wartet auf Anweisungen. Gehen wir, Myra. Es wird Zeit. Bist du dir sicher, Myra? Sobald du zum Kern wirst, kannst du nicht mehr... Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, spüren sie Lily auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur, Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Dann heißt es jetzt, lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden. Warum? Da ist sie. Schnell. Theodor. Was tun Sie da? Dachten Sie wirklich, ich lasse zu, dass Sie Mobius vernichten? Sie besitzen keinen Weitblick, sind aber viel zu wichtig für mich. Wenn ich Sie kontrolliere, wenn ich Sam kontrolliere, werden Sie Ihr volles Potenzial entfalten. Jetzt geben Sie sie mir. Nur über meine Leiche. Wenn das Ihr Wunsch ist. Da ist es passiert. Als alles begann zusammenzubrechen. Bin gespannt, wie Sie sich aus der Hölle rausreden, Wallace. Musik
Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn Sie innere Stärke suchen. Und Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen Sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir sie startklar. Lauf, Lily. Versteck dich. Ich finde dich. Was zum Teufel tun Sie da, Myra? Ich beschütze meine Tochter. Sinnerin. Die Macht, die sie besitzt. Sie verstehen es nicht. Nein, sie verstehen nicht, was ich tun werde, um sie zu beschützen. Verdammt, Myra. Sie können nicht weglaufen. Ich finde sie. Du hast es geschafft. Du hast sie beschützt. Aber jetzt bringst du sie in Gefahr. Myra? Bist du das? Warum bekämpfst du mich, Myra? Du verstehst es nicht. Das ist unser neues Zuhause. Lily wird hier sicher sein. Glücklich. Frei von Angst. Frei von Schmerz. Nein, Myra. Das ist nicht real. Schmerz gehört zum Leben. Und Liebe auch. Wenn sie hier drin bleibt, ist ihr Leben nicht frei von Angst. Weil sie nämlich überhaupt kein Leben hat. Du verstehst es nicht, was sie ihr angetan haben. Ich kann sie beschützen. Nein, bitte. Lass sie uns hier rausbringen, und zwar gemeinsam. Wir können wieder eine Familie sein. Nein, ich lasse nicht zu, dass sie mir jemand wegnimmt. Nein. Bitte, Myra. Wir haben noch Zeit. Verschwinden wir von hier! Ich werde Lily nicht hier lassen! Bitte! Wer das versucht, wird sterben! Zwing mich nicht dazu! Das lasse ich nicht zu.
Verdammt, Myra, hör auf! Denk nach, was du da... Ich will dir das nicht antun, Myra! Scheiße! Ich weiß, du bist noch da drin! Myra, bitte. Es tut mir so leid. Ich wollte nicht. Nein. Ich hatte keine Kontrolle. Du hast das Richtige getan. Ich bin so froh, dass du lebst. Du musst Lily nehmen. Bring sie hier raus. Ich bringe uns alle hier raus. Komm. Es ist zu weit. Lass mich. Hol einfach Lily. Geh schon! Nein, ich verlasse dich nicht nochmal! Du musst! Du
Geh. Ich komme nach. Wir treffen uns dort. Lily braucht dich. Bitte. Schnell. Fast geschafft. Hoffentlich geht es dir gut. Kontakt wiederhergestellt, Sir. Wo ist er? Wir kriegen keine exakte Position. Moment, der Kern wurde gefunden. Der Marker nähert sich ihr. Sehr gut. Sagen Sie dem Marker, wie er den Kern wieder aktiviert. Ich überbringe nur ungern schlechte Neuigkeiten, aber dafür ist es zu spät. Die Umgebung hat zu viel Schaden genommen. Selbst mit dem Kern steht der totale Zusammenbruch von Union kurz bevor. Nun gut. Wir haben noch den Stem. Wir können neu anfangen. Aber wir brauchen den Kern. Sie ist zu wertvoll. Das Sanitätsteam soll die Abholung vorbereiten. Wie viel Zeit? Hängt davon ab, wie schnell er sie zum Abholungspunkt bringt. Sie sind in der Nähe. Dürfte nicht lang dauern. Das Team steht vor Ort bereit. Das Sanitätsteam soll den Marker nach der Abholung eliminieren. Sein Zweck ist erfüllt. Ja, Sir. Scheiße. Kate. Kontaktieren Sie Ihren Mann und geben Sie ihm Anweisungen. Tja, das wär's dann wohl, Kit. Kit. Haben Sie mich gehört? Ja, habe ich. Spüre ich da etwa Ungehorsam? Sie können ihn nicht töten. Doch können wir und werden wir. In der realen Welt wird er für uns zur Belastung. Rufen Sie ihn und sagen Sie ihm, wo der Abholpunkt ist. Kommen Sie, Kit. Er hat beim Betreten des Stem sein Todesurteil unterschrieben. Also, führen Sie den Befehl aus, sonst unterschreiben Sie Ihres. Nein. Schade, dass Sie uns verraten wollen. Ich hatte mir viel von Ihnen erhofft. Security, melden Sie sich in der Steuerzentrale. An die Security, melden Sie sich. Ich beeile mich, bevor noch mehr kommen. Scheiße! Lily! Sie muss oben in ihrem Zimmer sein.
Lily. Mein kleines Mädchen. Papa? Ich bin's, Lily. Ich bin hier. Bist du das wirklich? Shh. Ich bin es wirklich. Ich bring dich nach Hause. Wir sind nicht zu Hause? Nein, Süße. Aber bald. So müde. Schlaf weiter. Wenn du aufwachst, sind wir in Sicherheit. Myra! Ich hab sie. Los, verschwinden wir von hier. Tut mir leid, Sebastian. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich trage euch beide, wenn es sein muss. Nein. Aber ich... Mobius muss aufgehalten werden. Vergiss Mobius. Wir haben schon zu viel an sie verloren. Wir können entkommen, nur wir drei. Wir gehen an einen Ort, an dem sie uns niemals finden. Man kann sich nicht verstecken. Sie sind überall. Lily wird immer in Gefahr sein, wenn ich sie nicht ausschalte. Okay, gut, ich warte. Sobald Mobius so Geschichte ist... So funktioniert das nicht, Sebastian. Das ist nur aus dem Innern möglich. Stem ist mehr als nur dieser Ort. Ganz Mobius ist über die Chips in den Köpfen damit verbunden. Sobald ich die Macht des Kerns übernehme, kann ich ein Signal übertragen, wenn Union zusammenbricht. Ein Signal, das Mobius ein für alle Mal ausschalten kann. Aber wir sind endlich wieder zusammen. Ich habe keine andere Wahl. Das ist Teil des Plans. Das war es immer. Es tut mir leid. Myra. Shh. Versprich nur, dass du dich um unsere Kleine kümmerst. Lass sie nie vergessen, wie lieb ihre Mutter sie hatte. Myra. Ich möchte dir noch so vieles sagen. Du musst nichts sagen. Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Ich weiß, wie sehr du gelitten hast, was sie getan haben. Was ich dir angetan habe. Nichts davon hast du verdient. Und du bist dafür zweimal durch die Hölle gegangen. Es ist Zeit aufzubrechen. In das Leben, das man dir genommen hat. Ich liebe dich, Myra. Ich liebe dich auch. Euch beide. Deshalb tue ich das hier. Aber wir haben keine Zeit mehr. Du musst gehen. Jetzt.
Was tun Sie da, Kid? Ihre Taten werden Sie umbringen. Das muss Ihnen bewusst sein. Sie hatten so viel Potenzial. Sie hätten so viel Macht haben können. Und jetzt wollen Sie all das wegwerfen. Warum? Nach allem, was Sie gesehen und getan haben, warum die Skrupel jetzt? Wegen des Detectives. Wegen des Kindes. Nein. Meinetwegen. Denken Sie noch einmal nach, Kid. Stan wird gebraucht. Ein vereintes Bewusstsein für die ganze Menschheit. Keine Kriege mehr, keine Unterschiede, kein Schmerz. Es gibt kein Zurück. Ich hoffe, du hattest recht, Myra. Kidman, ich hab sie. Wohin jetzt? Geh in deinen Raum. Alles klar. Aber Myra bleibt hier. Du weißt warum. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Ich zähle auf dich, Kidman. Keine Sorge, Link. Wir sind fast da. Oh mein Gott! Zu spät, Kid. Geben Sie auf. Verspreche ich einen schnellen Tod. Andernfalls wird die Bestrafung für Ihren Verrat legendär. Na gut, dann werde ich zu einer Legende. Und zwar, weil ich Sie ausgeschaltet habe. Eine Welt ohne Wahl ist keine Utopie. Ein Bienenschwarm funktioniert nur mit einer Königin. Mitmachen oder sterben? Wissen Sie was? Es gibt noch eine dritte Wahl. Lecken Sie mich am Arsch! Sie sind dumm! Aber bewundernswert. Schade, dass ich Sie so verlieren muss, Kid. Was? Dachten Sie, ich mache das hier alles unvorbereitet? Ich habe mein Schiff vor 3 Tagen rausgenommen. Egal. Heute sterben Sie. So oder so. Na los, Sebastian. Es wird hier langsam ziemlich eng.
still. Sebastian, ich liebe euch beide. Jetzt seid ihr sicher. Du hast es geschafft, Myra. Ich wusste es. Alles gut, Sebastian. Du bist in Sicherheit. Lilly! Wo ist Lilly? Ich brauche deine Hilfe, um sie rauszuholen. Stell dich dahin! Schnell! Papa, bist du das wirklich? Ja, Lilly. Ich bin es wirklich. Ich hatte einen ganz schlimmen Albtraum. Shh. Ich weiß, Lilly. Aber jetzt bist du wach. Der Albtraum ist vorbei. Du musst jetzt keine Angst mehr haben. Das ist er doch, oder? Ich bin nicht immer noch drin. Und denke das nur. Es ist wirklich vorbei. Dank Myra. Los! Verschwinden wir hier! Thank you.
But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow